Hi Leute, ganz herzlich willkommen zu diesem mega, mega, mega späten Video. Wir haben jetzt gerade 20 Uhr. Das Video wird relativ spät online kommen. Ich denke mal 9:30 Uhr. Ich warte gerade ab, dass ich das Video von vorhin hochladen kann. Und dann ist es jetzt wenigstens um 20 Uhr das erste Video schon oben. Ich konnte leider nicht früher. Ja, schönen guten Morgen für mich, für euch einfach. Okay, alles super. Jetzt müssen wir kurz Ende nochmal nachgucken. Ja, ich konnte leider nicht früher anfangen hier zu filmen, beziehungsweise euch ein kleines Update zu geben. Ich habe tatsächlich 6 beschissene Stunden nach Hause gebraucht. Ich habe eigentlich einen Weg von fast 400 Kilometer. Das heißt, in der Regel fahre ich 4 bis 4,5 Stunden. Ich bin heute 6 Stunden unterwegs gewesen. Ich habe die Schnauze voll bis hier oben gehabt, Leute. Ich stand über eine Stunde im Stau und dann, da macht man einen Short, um euch aufzuklären, beziehungsweise um euch Bescheid zu sagen, dass ich im Stau stehe, dass ich wahrscheinlich etwas später heute alles hochladen werde. Dann bekomme ich doch tatsächlich in dem Short-Video, also falls ihr das nicht gesehen habt, könnt ihr gerne mal meinen Short euch angucken. Da habe ich ein Update halt einfach abgegeben. Da habe ich tatsächlich in dem Kommentar stehen, sie steht gar nicht im Stau oder gucke ich da jetzt einfach nicht richtig oder sowas. Man könnte ja an meiner Brille sehen, dass ich nicht im Stau stehe. Also Entschuldigung. Entschuldigung wirklich von ganzem, ganzem Herzen. Aber ich filme aus Spaß mitten auf der Autobahn, dass ich gerade im Stau stehe. Der hinter mir hat einfach Bock gehabt, sich hinter mich zu stellen. Also ich war auf der Autobahn und die Autobahn war dreispurig und die rechte Spur hat halt zu der Ausfahrt geführt, wo ich runter musste Richtung Amsterdam. Ja, man konnte in meiner Brille eigentlich gut sehen, dass vor mir auch ein Auto steht, aber ja, es ist nur ein Short, das heißt, es ist nicht so groß, aber vielleicht sollte man das Video vielleicht nochmal wiederholen. Vielleicht sieht man dann ja, dass ich wirklich im Stau stehe. Leute, ich habe gefilmt, neben mir stand ein Auto. In meinem Video, was ich vorhin hochgeladen habe, beziehungsweise was ich gerade hochgeladen habe, das heißt das erste Labervideo, konnte man auch sehen, dass ich im Stau bin. Also manchmal frage ich mich nichts gegen die Person. Vielleicht hat sie es wirklich nicht richtig gesehen, was ich aber einfach nicht verstehe. Wolltest du mir jetzt unterstellen, ich würde jetzt mit einem Zuschauer anlügen, dass ich angeblich im Stau stehe, obwohl ich nicht im Stau bin? Was hätte ich von dem Short, wenn ich euch jetzt sage, ich stehe im Stau und ich stehe nicht im Stau? Das verstehe ich nicht ganz. Also ich keine Ahnung, was dieser Kommentar sollte. Nichts gegen die Person, aber hat einfach keinen Sinn ergeben. Gut, ich habe mir einfach nur gedacht, ich war so schön genervt und dann hat mich dieser Kommentar irgendwie ein bisschen mehr abgefuckt. So, klar, ich tue jetzt einfach mal so, als wäre ich im Stau, stelle mich mitten auf die Autobahn, ja, halt das Auto hinter mir an und fange jetzt einfach an zu filmen. Und bevor jetzt einige noch fragen, man darf doch während der Autofahrt nicht sein Handy in die Hand nehmen. Mein Motor war komplett abgestellt. Das heißt, ich darf mein Handy wohl in die Hand nehmen, weil alles war aus. Deswegen, ja, sobald Motor aus ist, kannst du auch dein Handy in die Hand nehmen. So, ich bin gerade so ein bisschen am Auspacken gewesen. Nämlich, als ich nach 6 Stunden hier angekommen bin, war ich Ende im Gelände. Ich war Ende im Gelände. Ich habe 6 Stunden fast nichts getrunken. Ich habe bis auf 3 Marshmallows auch nichts gegessen. Ich hatte Kreislaufprobleme, sein Onkel. Ich hatte Hitzewallungen, sein Onkel. Ich habe mir dann einfach schnell so ein Schlaf-T-Shirt angezogen. Eine Ocean's Apart Pant. Mir war scheiße übel. Meine Schwiegermutter hat gefragt, ist alles in Ordnung? Sie hat mitbekommen, dass es mir schlecht geht. Dann hat sie gesagt, so, du setzt dich jetzt nicht hin und überlegst, was du jetzt gleich kochst. Beziehungsweise du kochst nicht, du kommst jetzt zu uns rüber. Weil Pascal hat Spätschicht, der macht sich gleich selbst was. Du kommst jetzt zu uns rüber und isst jetzt bei uns Abendessen mit. War ich wirklich sehr dankbar darüber und ich habe halt gerade die ganze Zeit mit ihr darüber geredet, weil ja halt diese eine Sache dann da ist und ich hätte halt gerne einfach mit ihr so ein bisschen darüber geredet, weil sie mir halt einfach in der Situation gerade sehr gut helfen kann. Wie gesagt, ich kann euch das einfach noch nicht sagen, aber trotzdem, ja, ich will euch halt irgendwie nur erklären, warum ich jetzt so spät hier bin oder erst so spät hier bin. Ja, ich habe halt sehr lange mit meiner Schwiegermutter geredet. Ich muss sagen, Pascal hat sich sehr Mühe gegeben, die Wohnung nochmal aufzuräumen, bevor ich komme, denn die ganze Wohnung ist sauber. Leute, kein Scherz, die Wohnung ist komplett, okay, bis auf jetzt hier die Arbeitsplatte, die klebt ein bisschen, wie ich gemerkt habe, aber ansonsten ist die Wohnung wirklich sauber. Ich bin Pascal sehr, 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 sehr dankbar darüber, dass er die Wohnung nicht verwüstet hat, sondern dass er tatsächlich, bevor ich jetzt gekommen bin, noch die Wohnung aufgeräumt hat, weil ich mag Dreck nicht so gerne, aber ja, gut, ich muss später auch noch, da werde ich mit Pascal wahrscheinlich hinlaufen, zu einer Packstation von DHL, weil mein Schlüssel ist nämlich angekommen, um meinen Account weiter zu sichern. Ich habe mir den Schlüssel von Google bestellt und ich habe hier auch Post bekommen. Und zwar habe ich wieder was auf Etsy bestellt. Yes!
Ich wollte zwar selbst solche, also ich mache selbst solche Challenges, aber das war bevor ich den Entschluss gefasst habe, dass ich selber Challenges mache, also Challenges anfertige. Sorry Leute, ich musste gerade mitten im Satz wahrscheinlich cutten, aber ich habe gerade aus Versehen vom Brief meine Adresse gezeigt. Also ja, war nicht so cool, aber geht halt nicht, habe ich jetzt rausgenommen. So, hier ist wahrscheinlich jetzt die Rechnung drin. Da steht halt nochmal Danke Alina drauf, was ich bestellt habe und so weiter und so fort. Und ich habe sogar, gib diesen Coupon an der Kasse ein, danke. Ich habe sogar 10% Coupon bekommen. Das heißt, ich werde nicht das letzte Mal bei ihr bestellt haben. Denn das, was ich bei ihr bestellt habe, super. Super, super, super. Ich guck mal, wie der Shop heißt. Der Shop heißt Sally and Tommy. Ich kann euch das jetzt leider nicht zeigen. Nee, kann ich nicht. Aber der Shop heißt Sally mit LL and Tommy. So heißt der Etsy Shop, weil da sind nämlich meine ganzen Daten drauf. Das Ganze kam hier in so einem Tütchen. Und ich zeige euch jetzt, was ich hier Schönes bestellt habe. Also zum einen haben wir, oh mein Gott, wie süß. Sie haben hier so einen Sticker bekommen. Oh mein Gott, ist der niedlich. Ist das ein Sticker? Ja, also wenn das ein Sticker ist, dann werde ich mir den definitiv gleich hier hinkleben. Ich finde den so süß. Ist das ein Sticker? Ja, ne? Ja, das ist ein Sticker. Den muss ich draufkleben. Oh, danke schön. Der ist so schön. Ja, da freue ich mich doch. Ich habe hier einmal eine 26-Wochen-Challenge bestellt. Also ich habe hier einmal den Trigger. Dann habe ich hier nochmal einen Tracker. Bei ihr ist das richtig cool. Du kriegst nämlich zu jeder Challenge meist, also nicht bei jeder, aber eigentlich fast bei jeder kriegst du auch zwei Tracker dazu. Das heißt, die Challenge und zwei Tracker. Hier haben wir zum Beispiel, jetzt muss ich mal eben kurz gucken, wo ich die habe. Hier haben wir dann die 26-Wochen-Challenge. Hier. Na, wie wär's mir nämlich? Hier ist die 26-Wochen-Challenge und dann halt, wie gesagt, die beiden Tracker dazu. Dann haben wir hier einmal Sparkeks-Tracker. Dann haben wir hier noch einen Tracker. Und dann haben wir auch die Sparkeks-Challenge. Ja, finde ich richtig cool. Also mit diesen Keksen und der Milch da, also Kakao oder sowas ist das, finde ich richtig toll. Dann habe ich hier einmal so eine Nebenkosten-Abrechnung-Dingens. Wir haben nicht Abrechnung, Nebenkosten-Challenge. Für halt die Nebenkostenabrechnung, falls man da bezahlen muss oder sowas, wisst ihr, was ich meine. Da tut man 35, 10 und 5 Euro rein, finde ich richtig cool. Hat sie sich mega Mühe gegeben. So, und dann habe ich noch mir eine andere Challenge bestellt. Und zwar hier so eine Würfel-Challenge. Und da ebenfalls mit so zwei Trackern mit dazu, finde ich richtig, richtig, richtig süß. Hier, da würfelst du und das, was du gewürfelt hast, kannst du dann ausmalen. Und dann, wenn du alles voll hast, hast du insgesamt 110 Euro da drin. Und dann habe ich noch einen gratis Tracker bekommen. Und zwar so ein Shrimply The Best Tracker. Finde ich richtig cool. Finde ich richtig cool, da freue ich mich richtig drüber. So, jetzt habe ich mir gedacht, bei so viel Neuem, ich packe das jetzt hier wieder rein, werde ich auch mal eben kurz ein bisschen spielen. Ich habe zwar noch nicht das volle Geld hier, aber ich habe mega Bock, jetzt schon zu spielen. Ich habe hier 30 Euro, die sind jetzt gerade übergeblieben. 20 Euro muss ich nochmal zurücklegen. Die sind nämlich vom Tanken übergeblieben. Und tanken muss ich nämlich diese Woche, denke ich, nämlich nicht mehr. Das heißt, ich habe noch für diesen Monat 20 Euro zum Tanken. Das passt nämlich sehr gut. Das heißt, ich komme definitiv mit dem Tank hin. In einigen Kategorien muss ich auch Geld zurücklegen, insgesamt 80 Euro. Ich habe bei Auto 50 rausgenommen und bei Bestellen 30 Euro rausgenommen. Die müssen da halt wieder rein, weil ich halt vergessen habe, zur Bank zu gehen. Und ich musste ja halt irgendwie den Hautarzttermin irgendwie bezahlen. So, jetzt muss ich gleich gucken, dass ich noch den Kassenbon von der Tankstelle damit reinpacke. Weil ich behalte generell jeden Kassenbon. Jeden Kassenbon. Jeden Kassenbon. Damit ich halt am Ende nachvollziehen kann, ob Geld fehlt oder nicht. Hey, yo. Fehlt mir jetzt ein Kassenbon? Wo habe ich den denn jetzt? Ich muss mal eben kurz gucken, Leute. Ah, ich habe ihn. Chef-Tankstelle. Chef-Tankstelle. Das kommt da jetzt hier auch rein.
So, das heißt, der ist jetzt fertig und das heißt, wir gehen jetzt in meinen Challenge-Ordner und gucken, wo ich hier jetzt 30 Euro reintun kann. So, also, ich habe hier einmal die 52-Wochen-Challenge, dann werde ich aber anderes Geld reintun, aber ich könnte da im Endeffekt eigentlich, habe ich die 20 schon ausgemalt? Ja, habe ich. Habe ich. Ich könnte 15 ausmalen, dann könnte ich 5 Euro wieder rausnehmen. Also das ist im Übrigen die 52-Wochen-Challenge hier. Da. Das heißt, ich mache mal so ein bisschen runter, dann könnt ihr das vielleicht auch so ein bisschen sehen. Auch wenn ihr mich jetzt nicht mehr sehen könnt. Das kriege ich denn hier nicht auf. Warum ist der falsch rum? Egal. Habe ich 5 Euro. Yes, I have 5 Euro. Das heißt, ich lege hier einmal 20 Euro rein. So, dann muss ich das gleich hier noch ausmalen. Und dann habe ich jetzt noch hier 10 Euro. Und 10 Euro kommt in eine ganz besondere Challenge. Und zwar in die Guas Challenge. Denn da habe ich bis jetzt nur eine Flamme ausgemalt. Und es wird langsam mal Zeit, dass da ein bisschen mehr ausgemalt wird. Und genau, dann kommt einmal nochmal 10 Euro in die Gas-Challenge und dann habe ich sogar noch 5 Euro übrig. Wo tue ich 5 Euro rein? Ich werde nochmal in den nächsten Tagen, in den nächsten Vlog mit euch richtig im Budget Planner, Challenge Planner, wie auch immer, spielen. Jetzt ist gerade halt einfach nur schnell, schnell. Aber ich habe ein bisschen Geld zusammengespart durch Verkäufe, wie man das nennt. Und deswegen kann ich mit euch dann auch ein bisschen spielen und filmen. So, ich habe jetzt aber wie gesagt noch 5 Euro. Ich glaube, die 2500-Euro-Challenge, die vernachlässige ich gerade sowieso so ein bisschen. Ich glaube, ich tue den tatsächlich einfach hier in die... Oh, jetzt fliegt ja alles raus. Hier in die 5-Euro-Challenge. Genau, da. So, ich fülle jetzt einmal alles aus. Ich habe hier auch schon 7 Euro für Pascal rausgelegt, weil er hat Wasser gekauft und hat sich noch irgendwie Toast oder sowas gekauft. Und dafür muss ich ihm halt das Geld für wiedergeben. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Tag. Dieses Video werde ich jetzt direkt schneiden und hochladen. Ja, ich wünsche euch eine schöne Nacht und bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.